Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. 2021 hat begonnen, auch mit unserem Live-Trading-Raum der European Trading Academy, in dem ich euch jetzt herzlich begrüße. Und ganz besonderen Gruß gilt den neuen Teilnehmern des Level 1, was ja auch heute am 4.1. startet. Und für alle die, die das jetzt vielleicht noch auf YouTube sehen und dabei sein wollen, ja, die ersten ein, zwei Wochen im Quartal gibt es immer noch die Möglichkeit, hier sich noch nachzumelden. Der Kurs wird aufgezeichnet, sodass eben auch keine Inhalte verloren gehen. Wir beginnen jetzt mit der Analyse der Märkte, wie gesagt, für unser Daytrading. Natürlich geben wir immer auch einen größeren Überblick und starten erwartungsgemäß mit dem S&P, der ja letztes Jahr eine sagenhafte Rallye hingelegt hat. Und wenn wir uns jetzt mal das Geschehen hier anschauen im S&P, ich blende ihn hier ein ohne die Nachtsitzung, dann sehen wir auch, dass das Jahresende quasi mit dem All-Time-High hier abgeschlossen wurde, 31.12. Und damit ist dieses Jahr im Prinzip erstmal ein Kaufsignal gewesen. Wir können das wenn wir es uns auf dem Yearly-Basis anschauen, ja, sieht man eben phänomenal das Jahr hier, wie es eben entsprechend gestiegen ist. Auf langfristige Sicht erstmal so kein Verkaufssignal zu sehen. Wenn wir uns Monthly-Chart natürlich anschauen, auch hier alles noch weiter aufwärts gerichtet. Und was für uns dann jetzt interessant wird, Daily Chart und 60 Minuten, auch hier sind die Trends einwandfrei intakt. Das heißt, wir haben hier eine Aufwärtssequenz, die gültig ist. Die Verkaufssignale, die der Markt hier mal geliefert hat, sind allerdings noch aktiv und deswegen müssen wir so ein bisschen Vorsicht walten. Wir haben ein System, das nennt sich 2-Sigma-System. Es läuft auf dem VIX, das ist der Volatilitätsindex. Und der Volatilitätsindex ist der hier. Und mit dem Volatilitätsindex passiert Folgendes. Hier wird nicht die aktuelle Volatilität des Marktes gemessen, sondern die zukünftige. Und das wird nicht durch Umfragen bestimmt oder dergleichen, sondern man misst bei Optionspreisen im Prinzip, welcher Wert wird für die zukünftige Vola bezahlt. Und je mehr die Marktteilnehmer bereit sind, für zukünftige Vola zu bezahlen, so höher erwarten sie in Zukunft natürlich auch die Vola. Und hohe Vola geht eigentlich immer einher, fast immer, muss man sagen, aber mit fallenden Kursen. Und das heißt, wenn die Vola anspringt, und das konnte man bei vielen, vielen Abwärtsbewegungen sehen, dass die Vola im Vorhinein ansprang, das heißt, dass der VIX sozusagen im Vorhinein reagiert hat, sozusagen ein Warnsignal geliefert hat und dann entsprechend der Markt runterkam, so nach dem Motto, naja, irgendwer wusste da scheinbar doch ein bisschen mehr als der Rest. Und wir hatten im VIX eine ziemlich krasse Bewegung hier an diesem Tag, auch wenn wir hier den größten Teil zurückgegeben haben oder abgegeben haben, war das dennoch ein Verkaufssignal, also ein 2-Sigma-Signal, das immer noch aktiv ist. Das heißt, das Signal an sich gilt hier immer noch. Und deswegen muss man Folgendes sagen, diese 2-Sigma-Signale sind vom Timing her immer wie so ein Seismograph beim Erdbeben. Das ist ein Vorbeben, aber das Hauptbeben steht noch aus und das haben wir noch nicht gesehen. Und für mich ist es so, ich bin dann versucht, das zu kombinieren mit den normalen Charts und schaue, gibt es da irgendwelche Verkaufssignale. Und da in dem normalen Chart haben wir im Moment noch kein Verkaufssignal. Das hatten wir an diesem 2-Sigma-Tag, hatten wir das zwar. Das war hier, dieses Signal. Das hat sich dann allerdings als im Prinzip Fehlsignal entpuppt, weil die Jahresendrallye neue Hochs rausgenommen hat. Das heißt, das ist hier erstmal, dieses Verkaufssignal ist außer Kraft gesetzt. Und jetzt warten wir im Prinzip drauf, macht der Markt ein neues Verkaufssignal, ja oder nein. Generell müssen wir sagen, folgende Situation wird uns in 2021 erwarten. Wir haben in den USA, ähnlich aber auch in Europa, jede Menge frisch gedrucktes Geld, was unterwegs ist. Und wenn wir die letzten 10 Jahre uns angucken, dann hat man immer gesehen, dass dieses frische Geld zu steigenden Kursen geführt hat und die Fed hat ihre Bilanz bereits massiv ausgeweitet. Und generell ist fast ein Drittel alles frischen Geldes, Zentralbankgeldes, in den letzten 12 Monaten entstanden. Das ist also schon ein gewaltiger Impuls. Und das hat natürlich auch die Aktienmärkte nach oben getrieben und dieses Geld sucht
Buchtanlage. Und das ist im Prinzip wie so ein Momentum-Tanker, also wie so ein Tanker auf See, der Fahrt aufgenommen hat. Der stoppt normalerweise nicht sofort, der braucht ein bisschen, bis er ausläuft. Und er wird ja im Moment immer noch mit weiterem frischem Geld gefüttert, was die Zentralbanken reinbieten, das reinbuttern. Deswegen haben wir ein potenzielles mögliches Szenario für das Jahr 2021, dass wir nämlich in ein sogenanntes Blow-off-Top gehen. Blow-off-Top heißt, die Kurse rennen ja quasi exponentiell nach oben. Das heißt, die Kurve wird immer schneller und immer steiler, weil jeder noch dabei sein kann. Wir sehen sowas gerade im Bitcoin. Das haben wir ja im Dezember ganz klar auch gesagt, dass der Bitcoin vor einem richtig großen Rallye, vor einer weiteren großen Rallye steht. Seitdem wir das ausgerufen haben, sind wir hier, glaube ich, 13.000 Euro im Bitcoin gestiegen. Im Dollar ist es noch mehr. Und diese Bewegung ist nicht so unwahrscheinlich auch an den Aktienmärkten, weil wir historische Beispiele haben. Ja, das Referenzbeispiel, was ich immer heranziehe, ist der Nikkei aus dem Jahre 1989, wo der Nikkei nochmal sich von 20 auf fast 40.000 hoch bewegt hat, also quasi nochmal verdoppelt hat. Und wenn wir den Nikkei vergleichen würden mit dem Dow Jones, dann, da sind wir jetzt bei 30.000 angekommen. Wir waren hier mal bei, wenn wir hier in das Tief gucken, 18.000 im Tief. Selbst eine Verdoppelung wären die 36.000, aber 40.000, ja, das hört sich jetzt nach unglaublichen Kurszielen an, ist aber gar nicht so unglaublich, wenn wir uns diese wahnsinnige Situation vorstellen, die an den Märkten herrscht. Wir haben auf der einen Seite die Zentralbanken, die massiv Geld in den Markt hineinpumpen, auf der anderen Seite aber auch den Staat, der ebenfalls quasi Helikoptergeld gibt. Die USA hat gerade im Kongress beschlossen, jedem Bürger wieder Schecks auszustellen in Höhe von $600. Trump wollte sogar $2.000. Und das ist alles frisches Geld, was einfach ja irgendwo hin will und Anlage sucht. Und dieses Geld, das geht nicht, wie viele glauben, nur in den Konsum hinein. Natürlich nutzt es auch im Konsum den Unternehmensgewinn, aber es wandert eben auch in die Aktienmärkte hinein. Und diese Situation kann zu einer Art Blow-off-Top führen in den Märkten. Jetzt ganz wichtig, dieses Blow-off-Top ist sozusagen die finale Bewegung. Da muss man jetzt vorsichtig sein, denn nach dem Blow-off-Top wird es eine Ernüchterung geben, denn dieses frische Geld ist natürlich, je mehr Geld im Umlauf ist, umso weniger wert ist es. Das weiß jeder. Ne? Wenn ich ein Gut habe, was es wie Sand am Meer gibt, dann kostet mich das nichts mehr. Also ne, die Luft, Sand am Meer, alles was im viel vorhanden ist, ist günstig, und das, was sehr selten ist, Bitcoin, Gold, das ist natürlich teuer und auch eigentlich Aktien in einer gewissen Form. Aber jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, dass wir irgendwann an einem Punkt kommen, wo dieses ganze Geld nichts mehr wert ist, und dann geht es sozusagen hinein wahrscheinlich in eine entweder brutalste Deflation oder Inflation. Beide Szenarien sind aber keine guten Szenarien für den Aktienmarkt, kann ich direkt vorwegnehmen. Warum? Weil eben dann die Notenbanken in der Inflationsszenario mit den Zinsen dagegen steuern müsste, auch wenn sie vielleicht das nicht will, oder sie schaut zu, wie das Geld sozusagen weniger wert wird, dann haben wir vielleicht Kurssteigerungen am Aktienmarkt, die aber keine Wertsteigerungen sind, weil wir müssen natürlich immer gucken, was können wir uns von dem Wert kaufen. Wenn eine Aktie, sagen wir mal, $100 ist und ich kann mir dafür jetzt nur als Beispiel 100 Brötchen kaufen, ja, und die Aktie steigt jetzt auf $200 und ich kann mir $200 Brötchen kaufen, dann haben wir eine echte Wertsteigerung. Wenn sie aber auf 200 steigt und der Brötchenpreis auch gestiegen ist und ich kriege immer noch 100 Brötchen dafür, dann ist das nur eine nominelle Verschiebung. Also das kann durchaus passieren. Gut, in diesem Fall hätte man zumindest eine Werterhaltung, aber nicht eine echte Kurssteigerung. Das muss sozusagen klar sein. Diese Langfristszenarien, die ich hier gerade durchspreche, erwähne ich deshalb am Anfang des Jahres, weil ich für 2021 ein absolut schwieriges Jahr erwarte. Das Jahr sieht so aus, wir sehen es jetzt auch in Deutschland, dass wir den Lockdown mit einer ziemlich großen Sicherheit verlängern werden. Und ganz ehrlich, schauen wir uns doch mal die Situation an. Wir haben erst einen Lockdown-Light gehabt. Der hat nicht funktioniert. Oh, wen wundert's?
Dann kommt der Lockdown etwas härter über die Weihnachtsfeiertage und man sagt ja bis 10. Januar. Die meisten von euch wussten selber schon, dass dieses 10. Januar nur eine Salamitaktik ist, dass es niemals bis nur zum 10. Januar geht. Jetzt stellen die Politiker so fest, Mensch, Inzidenzzahlen sind ja gar nicht so weit runter, wie wir uns das erhofft haben und erst recht nicht bei der 50, bei diesem besagten Wert. Und werden diesen Lockdown weiter verlängern. Aber jetzt lasst uns doch mal überlegen, wenn das in den letzten 3-4 Wochen nichts genützt hat mit den gleichen Maßnahmen, warum soll es in den nächsten 3-4 Wochen was nützen? Das ist Schwachsinn. Albert Einstein hat das mal gut gesagt, wenn ich mit den gleichen Methoden und Mitteln versuche, ein anderes Ergebnis zu erreichen, dann nennt man das Idiotie oder Dummheit. Ja, also die Möglichkeiten, die jetzt hier dann aufstehen, sind entweder fortwährend mit den Versuchen hier von Lockdown zu Lockdown sich zu hangeln durch den ganzen Winter, bis irgendwann mal genug Leute geimpft sind, was in Deutschland sehr, sehr lange dauern wird, weil man dämlicherweise verpasst hat, sich hier rechtzeitig Chargen zu sichern und andere Länder hier einen Wettbewerbsvorteil in ungeahnter Größe bekommen werden. Denn ein Land, was nicht mehr in einen Lockdown gezwungen wird, wird natürlich mit seiner Wirtschaft deutlich nach oben gehen. Also der wirtschaftliche Schaden wird immens sein, dafür, dass man sich hier 20 Milliarden an zusätzlichen Dosen im Sommer sparen wollte. Oder aber, wenn wir diesen Lockdown nicht in der Form mehr machen, dann müssten wir ihn noch eine Stufe verschärfen, was natürlich brutalst wäre, auch für die Wirtschaft. Schon jetzt erwartet man von der Kreditreform ist zwischen 600.000 und 800.000 Unternehmenspleiten. Das sind alles verschobene Unternehmenspleiten, die sich angestaut haben. Und diese Unternehmenspleiten werden wie ein Dominoeffekt die anderen Unternehmen, mehrere weitere Unternehmen mit in den Ruin ziehen, weil wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig wird, hat es natürlich Forderungen und Verbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten eines Unternehmens sind die Forderungen eines anderen Unternehmens, was dann eben entsprechend auf seinen Forderungen sitzen bleibt und dann ebenfalls in Schwierigkeiten kommt. Diese Gefahr der massiver Zahlungsausfälle wird sich in 2021 materialisieren, früher oder später, weil was wir jetzt im Moment machen, ist eine legale Insolvenzverschleppung, weil die Regierung ja im Prinzip ja den Tatbestand der Insolvenz nur noch als früher ging man dafür ins Gefängnis, wenn man die Insolvenz versteppt hat, jetzt darf man das machen. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, es wird Ketteneffekte geben, denn der Gastronom, der pleite geht, da wird man sagen, gut, da kommt ein neuer Gastronom, aber der Vermieter, ja, der bleibt auf Monaten von Mieten sitzen, die er nicht mehr bekommt, wo er wahrscheinlich selber für einen Kredit aufgenommen hat. Das heißt, bis auch ein neuer Mieter drin ist, dauert das. Dann wird ihm vielleicht sein Kredit nicht mehr bedient, dann muss sein Kredit eigentlich abgeschrieben werden bei der Bank. Das müssen die Banken im Moment ebenfalls nicht mehr tun, weil man prüfen muss, ob man nach einer Tilgungsaussetzung der Kunde nicht doch vielleicht solvent ist. Und mit dieser Prüfung lassen sich die Banken natürlich logischerweise einiges an Zeit. Und das heißt, wir haben uns eine Menge Zeit mit Maßnahmen gekauft, wo jetzt 2021 die Uhr tickt. Und egal, was 2021 passiert, ich bestreite nicht, dass man diesen Wahnsinn noch weiter treiben kann, noch mehr Geld drucken kann, noch mehr Geld Schulden aufnehmen kann und das Ganze nochmal anschieben wird. Aber das wäre eben das Szenario des Blow-off-Tops. Aber nach diesem Blow-off-Top kommt die Quittung dafür. Und diese Quittung wird an den Märkten brutal sein. So, für uns ist es wichtig, weil wir machen nicht unseriöse Crash-Prognosen, indem wir irgendwann sagen, es kommt der Crash. Ich kenne Leute, die das behaupten, das seit 20 Jahren. Ja, und immer wieder kommt nicht der totale Crash, sondern es kommen nur Kurskorrekturen. Wir arbeiten mit unseren Systemen und unsere Systeme geben uns Kauf- und Verkaufssignale. Und solange die Kaufsignale aktiv sind, werden wir hauptsächlich kaufen, außer einige antizyklische Trades, die wir mit antizyklischen Strategien im Future Life Trading Room umsetzen. Im Level 1 allerdings werden wir das nicht tun, da handeln wir nur prozyklisch trendfolgend. So, trendfolgend bedeutet im US-Markt, der ist aufwärts. Und wenn der mal hier bis auf diese Tops zurückkommt, dann ist der eine Kaufgelegenheit. Müssen wir einfach so sagen. Das heißt, wir gehen erstmal positiv für den US-Markt in das neue Jahr. Schauen wir uns den DAX an, der läuft schon seit ein paar Stunden, ist schon ein bisschen unterwegs und gucken, was da eben entsprechend an Bewegung da ist. Ja, und im DAX sehen wir,
Ja, wir haben ein neues Top gemacht hier. Das ist auch ein neues All-Time-High, wurde aber relativ schnell abverkauft. Und das ist so, was ich mit antizyklischen Sachen meine, wenn wir uns das jetzt hier auf 60 Minuten anschauen. Ja, wir haben hier ein neues Top, das haben wir nicht gehalten. Und wenn wir jetzt unter den Eröffnungskurs fallen, dann ist das für mich ein antizyklisches Verkaufssignal im Aufwärtstrend, was ein bisschen Korrekturpotenzial vielleicht im Bereich von 13.300 bis vielleicht 13.000 geben kann. Mehr aber im Moment auch noch nicht. Das heißt, langfristige Verkaufssignale haben wir da nicht. Aber auch hier, dieses Verkaufssignal ist noch nicht getriggert. Der Markt ist also derzeit auch mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs aufwärts gerichtet. Nur wenn ihr mich fragt, wo würde ich ihn kaufen? Ja, dann müssen wir sagen, ja, dafür müssten wir tatsächlich hier auf diese rote Linie 13.446 zurückkommen, also zum Beispiel mit einer ABC-Korrektur, um da entsprechend zu kaufen. Solange würden wir hier neutral bleiben und ein bisschen zuschauen. So, wie geht's weiter? Wir haben in den USA im Moment einen sehr schwachen Dollar. Das liegt daran, dass zwar die Zentralbank, die Europäische Zentralbank Geld wie Heu druckt, aber die US-Notenbank noch viel mehr Potenzial hat. Das Potenzial der Notenbank, Geld zu drucken, ist ungefähr so groß, bis die Bilanz der Notenbank genauso groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt. So, das dauert natürlich noch ein bisschen. Nur wir sind in Europa dann näher an der Grenze als in den USA und die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass man in den USA einfach noch ein bisschen mehr Gas geben wird. Deswegen sehen wir hier einen ziemlich starken Euro und einen schwachen US-Dollar und wir sehen einen klaren Aufwärtstrend und ihr erinnert euch vielleicht an unsere Kommentare aus dem letzten Jahr. 1,27, 1,28 sind erstmal die nächsten Ziele für den Euro. Wir haben den Euro heute Morgen schon gekauft in der BOR-Strategie, das heißt hier, das ist die Open-Range-Strategie, da ist der Markt ausgebrochen. Das Minimumziel wäre hier diese kleine blaue Linie, aber Trend ist aufwärts, deswegen sind wir auch gerne bereit, hier BOR End of Day zu handeln, also bis zum Ende des Tages drin zu bleiben und dem Trend zu folgen. Das ist hier das, wie wir hier vorgehen. Ja, und dann gucken wir noch auf den Bondmarkt. Jahreswechsel vorbei. So, wir haben heute eine massive Aufwärtsbewegung gesehen, auch hier. Das haben wir das schon kapitalisieren können in unserem Live-Trading-Raum, sehen wir hier, also im Future-Live-Trading-Raum. Ausbruch aus der Open Range war hier auch wieder das Signal eigentlich. Wir sind ein bisschen später dran gewesen, haben das neue Top hier gekauft und ja, jetzt ist schon Break-Even abgesichert. Und ihr seht, der Markt geht hier nach oben und mein Kursziel liegt hier über diesen Tops. Da möchte ich ihn eigentlich hinsehen. Ja, und dann sehen wir, wenn wir uns auf dem Daily Chart jetzt das angucken, den Bund Future, dann sehen wir, wir sind hier aus diesem Dreieck ausgebrochen, wir sind hier im Aufwärtstrend und meine Kursziele liegen hier irgendwo um die 180. Und danach wird es spannend, ja, weil, wie gesagt, wir haben das Problem, dass die Notenbank ihren Kredit immer weiter verspielt und ich werde auch in weiteren Marktkommentaren euch dazu noch einige Ideen geben, warum sie ihren Kredit weiter verspielt. Und wenn der Kredit mal verspielt ist, dann nützt es auch nichts, wenn die Notenbank die Anleihen kauft, denn eine Notenbank kann zwar den Markt manipulieren, aber immer nur, wenn die Marktteilnehmer ihr auch Vertrauen schenken. In dem Moment, wo das Vertrauen in die Notenbanken schwindet, wird es zu einem massiven Renditeanstieg kommen, den dann die EZB auch nicht kontrollieren kann. Das heißt also, es ist nicht die EZB, die die Zinsen kontrolliert, sondern der Markt. Und die EZB kann versuchen, den Zins zu manipulieren in einer bestimmten Bandbreite und sie ist darin sehr wirkungsmächtig, solange der Markt sagt, never fight the EZB, never fight the Fed, ihr kennt diese Sprüche, aber irgendwann, wenn man merkt, die EZB oder die Fed verliert die Kontrolle, dann werden diese, dann wird es, und das ist eine ganz normale kapitalistische Folge, dann werden die angegriffen. Ja, damals, George Soros, einer seiner größten und bekanntesten Trades, war gegen die Bank von England, als er gemerkt hat, die Bank von England wird nicht dagegenhalten mehr können. Und wenn das der Fall ist, dann tun sich unendlich große Gewinne auf. Dadurch ist Soros bekannt und so reich geworden. Und wenn das der Fall ist, in dem Moment, wo die Notenbanken ihre Macht verlieren, dass sie den Anleihemarkt kontrollieren können, dann werden die Zinsen
explodieren und die Kurse fallen. Aber dafür ist es noch zu früh, auch hier noch kein Verkaufssignal. Und diese Dreiecksformation, die sagt eigentlich Ausbruch aus dem Dreieck, neues Top, also hier drüber müssen wir noch gehen und dann Rückkehr in die Spitze des Dreiecks. Das ist das Szenario, was wir übrigens auch traden. Und damit verabschiede ich mich erstmal heute, wünsche euch einen guten, erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen. Bye bye, euer Birger.